dankenswerterweise direkt mal vor Ort. Das ist eine wunderbare Aktion, dass Sie eben auch mal sehen, den Broker ein Stück weit hautnah kennenlernen. Überdies haben Sie es wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Wir haben auch in Deutschland im Raum Stuttgart, Ludwigsburg konkret ein Office sozusagen etabliert. Es entsteht und wächst weiter. JFD Germany dahingehend, das wird Sie nächstes Jahr sicherlich auch noch häufiger begleiten und da würden wir uns auch freuen, wenn wir Ihnen das dann mal direkt vor Ort zeigen könnten. Das mal vorab. Da ist, wie gesagt, einiges auch noch in der Pipeline. Da werden wir heute sicherlich drauf eingehen. Aber im Primären geht es natürlich um Sie als Trader und um unseren vierten Geburtstag. Und da haben wir hier, Sie haben es wahrscheinlich schon mitbekommen, reduzierte Gebühren, reduzierte Handelsgebühren, das A und O für Intraday-Trader, aber natürlich auch für Swing- und Positionstrader interessant, denn Handelsgebühren sind kein unwesentlicher Anteil. Und wenn man genau hier einen Einschlag machen kann in Sachen dessen, dass es da Ersparnisse gibt, dann ist es genau das, worum es sich dreht. Und über das Thema wollen wir heute reden und das eben auch mit dem COO und Partner Lars Gottweg eben direkt. Und das heißt, Sie können auch hier direkt an die oberste Führungsebene Fragen stellen. Und es freut mich auf jeden Fall sehr, dass wir da heute ein Kombinationswebinar machen. Im Nachgang dessen werden wir dann noch ein Stück weit uns dem Markt widmen, eben hier die Beschau auf 2016 im Zuge der wesentlichen Underlyings. Da zeige ich Ihnen auch mal ein Stück weit was aus unserem Research-Bereich, was da so produziert wird. Wie gesagt, wird ein spannendes Webinar, nehmen Sie sich auf jeden Fall eine gute Stunde Zeit, ein Käffchen dazu und dann können wir jetzt auch gern starten. Also ich würde das Wort, besser gesagt, mal an Lars jetzt übergeben. Sie sehen hier den Desk als solches. Hier, wie gesagt, der Link auf unserer Startseite, da klicke ich direkt mal rein. Das ist die Landingpage. Wenn Sie praktisch hier draufklicken, dann haben Sie hier genau die Details und Facts und auf die wird Lars und ich jetzt sozusagen mehr und mehr eingehen. Wenn Sie Fragen haben, das gleich vorweg. Bitte nutzen Sie den Chat. Das haben Sie jetzt schon ausreichend gemacht, um die Kommunikation sicherzustellen. Da sind Sie auch jederzeit wieder aufgerufen, genau hier eben Ihre Inputs, Fragen oder dergleichen reinzustellen. Das werden wir dann Stück für Stück abarbeiten. Aber jetzt übergebe ich das Wort erstmal an unseren Lars und freue mich mal auf das, was jetzt kommt. Dankeschön, Chris. Kann man mich so gut verstehen oder ist es eine starke Hall? Geht das so? Finde ich gut. Also ich höre dich gut. Warten wir nochmal das Feedback ab. Jawohl, Bernhard sagt gut, kommt gleich rein. Ein bisschen Hall ist natürlich klar in dem räumlichen Gefilde. Ton ist gut, jawohl. Also es gibt hier kein Problem, Lars, wir können im Prinzip direkt starten. Wunderbar. Okay, also erstmal möchte ich mich natürlich bei den Teilnehmern nochmals bedanken, dass sie sich die Zeit nehmen, in dieses Webinar reinzuschauen. Ich hoffe, wir haben einige interessante Informationen für Sie, sowohl hinsichtlich der Prepaid Commissions wie dann später auch von dir, Chris, hinsichtlich Marktausblick 2016. Zu Beginn würde ich vielleicht die Möglichkeit nutzen, um auch Ihnen als Kunden von JFD oder vielleicht auch potenziellen Kunden von JFD nochmal einen kurzen Feedback oder ein kurzes Feedback dazu zu geben, wo wir aktuell als Firma JFD Brokers aktuell stehen, wie 2015 für uns als Firma war. Ich denke, für 2016 werden wir danach noch ein bisschen was sagen, was wir in der Pipeline haben. Und beginnend, denke ich, können wir uns den Status quo anschauen. Also wir sind dank unserer Kunden, dank der Loyalität unserer Kunden, auch dieses Jahr wieder deutlich gewachsen. Wir haben es aktuell geschafft, uns in den Top 30 der Forex- und Devisenbroker festzusetzen. Hier gibt es große sogenannte Industry Reports von einer unabhängigen Mediengruppe namens Finance Magnates. Hier stehen wir aktuell im Handelsvolumen auf Platz 22 weltweit. Also hier werden Forex und CFD-Broker ausgewertet. Wir sind in diesem Kreise die Jüngsten oder mit die Jüngsten, die sich dort aufhalten. Also man sieht, dass unser Wachstum auch relativ rasant verlaufen ist. Wir sind die Nummer 5 weltweit im MetaTrader 4 Business. Und damit Sie auch mal eine Vorstellung haben, was ein Broker unserer Größe monatlich über unsere Plattformen handelt oder über unsere Plattformen gehandelt wird,
Da liegen wir aktuell bei 40 Milliarden US-Dollar, die jeden Monat über unsere Plattformen von uns für unsere Kunden abgewickelt werden. Wir haben uns jetzt natürlich überlegt, dadurch, dass unser 4. Geburtstag ansteht, was wir denn machen können, beziehungsweise welche Programme oder welches Programm wir aufsetzen können, um auch unseren Kunden weitere sagen wir mal, Möglichkeiten zu geben, noch kostengünstiger und profitabler zu handeln. Und wir haben uns da relativ lange damit beschäftigt. Es gibt ja die unterschiedlichsten, ich sage jetzt mal klassischen Programme wie Bonusprogramme, was ja viele unserer Konkurrenten aufsetzen oder aufgesetzt haben. Es gibt natürlich im Brokerage-Bereich immer die Möglichkeit, mit Free Trades zu arbeiten, also dass man den Kunden einfach sagt, okay, ihr bekommt 5, 10, 15 Free Trades. Einfach mal als Schmankerl, um sich für die Loyalität zu bedanken. Wir sind etwas einen anderen Weg gegangen. Wie so häufig haben wir versucht, etwas Innovatives zu machen, beziehungsweise etwas aufzusetzen, was es zumindest in unserer Branche noch nicht gibt. Ich glaube, auch hier sind wir der erste Marktteilnehmer, der so ein Prepaid-Commission-Programm aufgesetzt hat. Haben uns da natürlich an der Telekommunikationsindustrie angelehnt und es gibt auch Gründe, warum wir uns für dieses Prepaid-Programm entschieden haben. Wir haben uns überlegt, also die DNA unserer Firma, so wie wir arbeiten, wie wir auch unsere Kundenbeziehungen aufbauen, ist immer langfristig ausgelegt. Das heißt, wir möchten einen Kunden gewinnen, der dann möglichst lange zufrieden bei uns handelt, wo es wirklich eine Win-Win-Situation ist. Der Kunde handelt hoffentlich möglichst profitabel. Wir verdienen langfristig natürlich Kommissionen an diesem an diesem Kunden. Und wenn man jetzt natürlich über die Bonusprogramme unserer Mitbewerber nachdenkt, ist natürlich dort häufig ein zeitlicher Faktor mit beinhaltet. Was meine ich damit? Sehr oft sagen Broker, okay, ihr als Kunde bekommt niedrigere Kommissionen, wenn ihr, oder niedrigere Spreads oder wie auch immer, wenn ihr ein gewisses Handelsvolumen, und jetzt kommt der wichtige Teil, pro Zeiteinheit erreicht. Das heißt, wenn ihr im Monat XY Volumen macht oder Trades ausführt oder Kommissionen generiert, bekommt ihr etwas zurück, beziehungsweise kommt in die nächst niedrigere Kommissionsstufe. Bei diesen Bonusprogrammen ist es dann noch so, dass man sagt, okay, ihr kriegt zusätzlich noch Geld aufs Konto, damit könnt ihr dann handeln, etc. Unseres Erachtens nach führt das alles in die falsche Richtung. Warum? Weil durch diese Bonusprogramme ja nichts anderes sind im Endeffekt wie eine Erhöhung des Hebels, beziehungsweise durch den gleichzeitig auferlegten zeitlichen Druck führt das unseres Erachtens nach zum Overtrading des Kunden. Und das wollen wir natürlich verhindern. Wir möchten nicht, dass der Kunde, um jetzt eine gewisse Rabattstufe, Bonusstufe, wie auch immer erreicht, einen zeitlichen Druck auferlegt bekommt, weil das ist unseres Erachtens nach nicht zielführend. Deshalb haben wir uns dieses Prepaid-Commission-Programm ausgedacht, dass wir gesagt haben, okay, es muss eine Win-Win-Situation sein. Wir möchten, dass unsere Kunden noch bessere Konditionen erhalten. Auf der anderen Seite, und das ist, denke ich, auch vollkommen legitim, möchten wir natürlich als Firma ja auch ein Win haben. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen diese Prepaid-Commission aktuell für unsere Bestandskunden beziehungsweise für alle Neukunden bis zu Weihnachten, weil dort unser 4. Geburtstag dann ansteht, geben wir 30% Kommissionsnachlass auf Kommissionen, auf alle Kommissionen mit Ausnahme von Aktien-CFDs und ETF-CFDs, weil das können wir einfach nicht machen.
weil da sind wir schon sehr aggressiv mit der Preisgestaltung und dadurch, dass das DMA-CFDs sind, haben wir auch Börsengebühren, Ausführungs-Clearing-Fees. Das heißt, da ist einfach nicht genug Marge da, um da noch weiter zu senken. Aber auf den, ich sage jetzt mal, normalen CFDs, also Indizes, Rohstoffe, Anleihen bzw. im Devisenhandel, können wir diesen Rabatt von diesen 30% anbieten. Und die Idee ist eben, dass wir sagen, okay, wir geben 30% Rabatt auf die Kommissionen. Der Trade-off für den Kunden ist aber, dass er dieses Geld natürlich vorab bezahlt. Wir denken, das ist fair, so wie wir auch generell natürlich versuchen, mit unserer Transparenz und Fairness immer zu punkten. Und die zentrale Idee in diesem Programm ist, dass wir gesagt haben, das ist zeitlich unbegrenzt. Das heißt, das ist ein großer Unterschied zu dem, wie viele unserer Mitbewerber das machen. Wir möchten dem Kunden eben nicht den zeitlichen Druck auferlegen, dass er in einem gewissen Zeitfenster eine bestimmte Anzahl von Trades ausgeführt haben muss oder dass diese Prepaid Commissions irgendwann verfallen werden, sondern wir sagen, es ist zeitlich unbegrenzt. Das kann sein, dass ein Kunde vielleicht diese Prepaid Commissions innerhalb von einer Woche aufbraucht, vielleicht und dann vielleicht sich neue Prepaid Commissions holt. Es kann sein, dass man das in den nächsten 5 Jahren verbraucht. Also es ist keinerlei zeitliche Begrenzung in diesem Programm. Und die weitere Idee dabei war es, dadurch, dass wir ja angetreten sind, die Trading-Industrie oder die Forex- und CFD-Industrie zu demokratisieren, dass jeder den gleichen Zugang zu den gleichen Spreads bekommt, haben wir auch hier dieses Modell gewählt, dass wir gesagt haben, es soll demokratisch für alle sein. Diese Prepaid Commissions können erworben werden oder diesem Programm kann man beitreten, egal mit welcher Kontogröße. Natürlich, wenn man 500 Euro Prepaid Commissions bezahlt und man hat ein Konto von 5.000 oder von 2.000, ist es natürlich prozentual gesehen signifikant mehr, wie wenn man ein Konto mit 100.000 hat, vollkommen klar. Aber wir haben eben ganz bewusst gesagt, wir unterscheiden keine Kunden anhand ihrer Einlage. Das heißt, jemand, der ein Millionenkonto bei uns hat, kann die gleiche Rabattstufe erreichen oder erreicht die gleiche Rabattstufe, wenn er diesem Programm beitritt, wie jemand, der ein Konto mit 2.000 Euro bei uns hat. Also wir möchten nicht diese Unterscheidung machen nach Handelsvolumen, nach Kontogröße, sondern es soll wirklich demokratisch für alle sein. Und somit sind wir eben auf dieses Prepaid Commissions Programm gekommen, um Ihnen nochmal die Kernpfeiler dieses Programms zu nennen. Es funktioniert wie folgt. Sie haben ein Konto bei uns. Sie wenden sich an unseren Kundenservice, wie auf dieser Landingpage beschrieben. Ich denke, die Schritte sind relativ klar dargelegt. Wir als Broker, nachdem dann die Verifizierung für dieses Programm abgeschlossen ist, belasten Ihrem Trading-Konto die Commissions, die Sie prepaid einzahlen oder einbegeben wollen in dieses Programm. Das heißt, Ihr Trading-Konto wird damit belastet. Sie handeln danach ganz normal weiter und am Ende von jeder Woche erhalten Sie alle Kommissionen plus 30% zurück. Das bedeutet in einem simplen Beispiel, wenn Sie dem Prepaid Commission Programm beigetreten sind, Sie haben 500 Euro in das Programm begeben, Sie handeln, Sie sind verifiziert, Sie handeln dann in der Folgewoche über JFD Brokers einen Kommissionswert von 100 Euro, wird Ihnen am Ende der Woche eine Kommission gutgeschrieben, nämlich 100 Euro, die Sie nochmal bezahlt haben, plus 30% obendrauf, sodass Sie insgesamt
bei diesen 500 bezahlten Euro Kommission einen Kommissionsgegenwert in das Konto zurückerstattet bekommen von 650 Euro. Das heißt also, Sie reduzieren damit Ihre aktuellen Handelsgebühren bei 30%, um 30% in diesem Falle. Und wichtig ist auch zu sagen, es werden Ihre aktuellen Gebühren, die Sie jetzt als Kunde bei uns haben, dadurch nicht verändert. Das bedeutet, also was meine ich damit? Wir haben ja verschiedene sogenannte Introducing Brokers, die uns Kunden auch zuführen, beziehungsweise wenn man Kunde von diesen Introducing Brokers ist, teilweise leicht andere Kommissionen hat wie unsere Standardkommissionen. Das heißt, diese 30% bekommen Sie zusätzlich zu den Gebühren, die Sie aktuell schon bezahlen. Das heißt, sollten Sie aktuell aufgrund von einem IB-Deal schon niedrigere Gebühren haben wie unsere Standardgebühren, bekommen Sie diese 30% nochmal auf diese bereits niedrigeren Gebühren. Das heißt also, wir verändern oder greifen da nicht ein, dass wir jetzt sagen, okay, wenn man diesem Programm beitritt, kann man vielleicht nicht mehr die anderen Vergünstigungen erhalten, die man vielleicht aktuell schon hat. Das bleibt davon vollkommen unberührt. Das heißt, im Endeffekt zusammenzufassen mit diesem Programm, können Sie 30% Ihrer Handelsgebühren, Klammer auf, Ausnahme Aktien-CFDs und ETF-CFDs, Klammer zu, um 30% senken, unabhängig von Ihrer Kontogröße, ohne einen zeitlichen Druck. Das ist, wie gesagt, die verfallen nicht, die können Sie auch in 5 Jahren noch verwenden, wenn Sie das möchten. Und diese 30% geben wir eben jetzt während dem Dezember bis zu unserem Geburtstag. Und alles, was dann nach Weihnachten kommt, ist dann, wie Sie gerade hier auf der Landingpage sehen, eben mit 500, 2500 oder 5000 Dollar, Schrägstrich Euro, Schrägstrich Pfund, Schrägstrich Schweizer Franken, je nachdem, welche Basiswährung Sie im MetaTrader oder im Konto haben, dann eben auf diesen Rabattstufen umsetzbar. Das heißt, wir haben gesagt, wir geben nochmal zusätzlich ein kleines Schmankerl oben drauf, weil wir jetzt eben nahe an unserem Geburtstag sind. Und danach sind es eben, wie gesagt, diese 3 Rabattstufen. Und wie gesagt, verfällt nie, also hat keine zeitliche Begrenzung. Genau. Also das wären jetzt mal so die Kernpunkte von diesem Prepaid Commission Programm. Ich weiß nicht, Chris, vielleicht hast du noch etwas hinzuzufügen oder wir haben vielleicht auch schon die eine oder andere Frage unserer Teilnehmer. Genau, also wie gesagt, das war meines Erachtens, ich kenne es ja ohnehin, aber wieder sehr gut erläutert. Insofern müsste eigentlich jeder nachvollzogen haben, worum es da genau geht. Die Frage mit dem 30%, die hast du direkt auch nochmal aufgegriffen, die kam nämlich auch in den Chat direkt rein, nach dem Motto, wieso 30%, wenn denn hier die Aufschlüsselung so dargestellt ist. Das ist eben genau das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, das Weihnachtsgimmick zum Geburtstag, dass eben jede Einzahlung die 30% erhält, egal in welcher Höhe. Das geht natürlich dann im nächsten Jahr weiter und dann wäre eben hier oder nach dem Geburtstag dann praktisch die entsprechende Größenordnung zuzuordnen. Aber bis zum 24.12. eben nicht und das ist natürlich genau das, wo man da sozusagen an dem Programm nochmal besser teilnehmen kann. Und Handelsgebühren, Lars weiß das genauso gut aus seiner aktiven Tradingzeit von früher, sind natürlich ein ganz elementarer Bestandteil, gerade im Intraday-Bereich kann das bis zu 30-40% der eigenen Performance ausmachen, die natürlich hier durch die völlig normale Handelsgebühr dann anfällt. Und wenn man da natürlich sozusagen eine Reduzierung, also eine indirekte Performance-Steigerung erzeugen kann, ist das natürlich sensationell. Und das ist genau das, wo wir wieder ansetzen als JFD, praktisch für den Trader, praktisch da genau hier den fairsten Angebotspreis zu machen. Da wir eben auch nicht die Zeit beschränken und nach hinten hin
so viel Spielraum lassen, wie der Trader eben will. Und wenn die rapportierte Kommission hat, dann kann er im Prinzip, wie du auch schon sagtest, 5 Jahre damit handeln. Und das ist sensationell, weil eben da genau das Overtrading beschnitten wird, weil da geht es eben hier auch beim Trading um Qualität und nicht Quantität. Und das wird eben viel zu oft ja, falsch aufgesetzt, allein schon mit solchen Lockaktionen, die dann tatsächlich in die verkehrte Richtung gehen. Und ja, wenn es Fragen jetzt gibt, man sieht hier schon, dass der Chat sich ein Stück weit füllt. Der Martin ist ein Stück der später hinzugestoßen. Der Reiko fragt, wie ist die Betrachtung in Hinsicht der Kapitalertragssteuer? Also zuerst muss ich sagen, darf ich sowohl aus rechtlicher wie auch aus regulierungstechnischer Sicht da keinerlei, also ich darf keinen Rat oder Empfehlung. keine Anweisung geben. Von daher müsste ich Sie bitten, das mit eventuell Ihrem Steuerberater zu besprechen. Wir sind, also das jetzt praktisch nebenbei, das ist jetzt keine offizielle Meinung, das ist auch, das dürfen Sie auch nicht für bare Münze nehmen. Ich bin ja nicht qualifiziert, eine aussagekräftige Meinung zu äußern. So wie wir das sehen, ist es dadurch, dass es sich um Kommissionsgutschriften betrachtet, außen vor. Aber wie gesagt, es ist keine offizielle Meinung. Das muss ich auch sagen, ich darf Ihnen da keinerlei Anweisungen geben, muss Sie bitten, das mit Ihrem Steuerberater oder mit einem Anwalt das Finanzmarktrecht in Deutschland zu klären. Aufgrund dessen, dass es keine Performance ist, die aufgrund einer Transaktion am Markt erzielt wird, ist das nach unserem inoffizieller Meinung außen vor. Muss Sie aber bitten, das nicht als bare Münze zu nehmen und sich da qualifizierten Rat in Deutschland zu suchen. Ganz genau, da ist ja ohnehin jeder aufgehalten oder angehalten, vielmehr da auch von steuerlicher Seite da natürlich zu agieren, auch was natürlich die Gewinnausweisung und Verlustausweisung, wenn sie denn leider kommt, angeht. Und das ist in der Hinsicht natürlich auch genau richtig, was Lars sagt. Da müssen wir uns ein Stück weit raushalten, aber generell sehe ich das auch so, es handelt sich ja hierbei um Handelsgebühren. Ja, das mal so als Überblick und das ist eine Rabattierung und insofern, aber da wie gesagt direkt nochmal nachhaken. Gut, ansonsten müssen wir mal warten, was noch reinkommt. Wenn jedem das Programm soweit schon klar ist, dann ist es natürlich wunderbar. Ich hoffe, der ein oder andere ist schon aufgesattelt hier, weil wie gesagt, es handelt sich, auch wenn natürlich in erster Linie erstmal ein Kapitalabzug am Konto stattfindet, handelt sich natürlich unterm Strich um eine ganz klare Aufwertung des Ganzen, da man eben reduziert handelt und reduziert handeln natürlich dann auch hier mit den fairsten Preisen. Wir hatten eben zuletzt auch eine Frage dahingehend, warum haben wir überhaupt Kommissionen und andere nicht? Lars, willst du vielleicht kurz was dazu sagen? Gerne. Also da gibt es vielleicht zwei Punkte, die ich kurz dazu anführen müsste oder wenn ich darf, die mir jetzt, also ich komme ja auch von der Trading-Seite, die ich als elementar wichtig ansehe, die meines Erachtens nach viel zu selten und viel zu wenig betrachtet werden. Und das ist der erste Punkt, ist diese ständige Diskussion zwischen, also wie man sagt, Core Spreads, also ich beziehe mich jetzt insbesondere auf den Devisenhandel, also praktisch echte Interbanken-Spreads. Euro-Dollar zum Beispiel bewegt sich aktuell bei uns auf einem 0,2 Pip 24-Stunden-Durchschnitt. Wir sind, du zeigst es gerade, Chris, in der London-Session bei 0,17 im 24-Stunden-Schnitt. Sensationell. Und der wichtige Punkt hier ist eben, dass es noch eine weitere Stufe neben den Handelskosten per se gibt. Das heißt, es ist ein zulässiges Argument, ein nachvollziehbares Argument, wenn uns jemand sagt, jetzt erklärt mir doch mal bitte, warum jetzt eure 0,2 plus eure Kommission besser sein soll, wie jetzt zum Beispiel ein Punkte-Spread von einem anderen Broker, der keinerlei Kommission verlangt. Wo ist denn da der Unterschied? Weil wenn ich jetzt diese Kommission, die ihr verlangt, damit einberechne,
und praktisch in den Gegenwert eines Spreads mit einrechne, komme ich da ja auch ungefähr auf ein Pip. Also wir sind bei uns, wir haben es ausgewertet, sind wir aktuell bei 0,74 Pips durchschnittliche Handelsgebühren für unsere Kunden. Aber wenn man das jetzt auch gegen einen anderen Broker setzt, der zum Beispiel im Euro-Dollar 0,7 Punkte Spread hätte, das ist ein zulässiges Argument. Weil wenn man ausschließlich die Handelskosten anschaut, ist da wirklich kein Unterschied. Es gibt allerdings, wie du es gerade zeigst, Chris, hier einen riesigen Unterschied und das ist langfristig eine Performance. Und zwar, wenn Sie mit Pending Orders am Markt arbeiten, das könnte sowohl für den Einstieg wie auch für den Ausstieg gelten, also da zähle ich alle Limit Orders mit ein, da beziehe ich die Take Profits mit ein, die Stop Losses mit ein, Sell Limits, Buy Limits, wie auch immer, alles was Pending im Markt liegt. Alles ohne Ausnahme werden Sie immer, und das ist per Definition so, jetzt nicht weil JFD das besonders macht, sondern einfach per Definition so, immer langfristig eine bessere Performance haben wie mit einem größeren Spread, wo praktisch die Kommission in den Spread einbezogen wird. Ich kann Ihnen das auch erklären, warum. Stellen Sie sich vor, Sie sind im Euro-Dollar Long und Sie haben einen Take-Profit im Markt. Dieses Take-Profit wird Ihnen getriggert werden auf den, jetzt kommt der wichtige Punkt, auf den Bit-Kurs, nicht auf den Ask-Kurs, auf den Bit-Kurs. Sollten Sie mit Core-Spreads handeln, ist dieser Bit-Kurs per Definition natürlich höher wie der Bit-Kurs von einem Broker, der die Kommissionen in den Spread mit einbezieht. Per Definition, geht nicht anders. Das heißt, der Take-Profit bei einem Broker, der Core-Spreads anbietet, wird immer früher ausgeführt, immer, geht nicht anders, wie mit einem Broker, der praktisch auf diesen Spread dieses Markup draufsetzt und den Spread auseinanderzieht. Den gleichen Effekt haben Sie zum Beispiel bei einem Euro-Dollar-Long, bei einem Stop-Loss. Das heißt, der Bid-Kurs dieses Brokers, der einen höheren Spread hat, liegt tiefer und führt den Stop-Loss früher aus. Das gleiche gilt für Buy-Limits etc. Jede Pending-Order mit Core-Spreads wird in Anführungsstrichen besser ausgeführt, jetzt nicht auf dem Preisniveau, aber dahingehend, dass es natürlich den Fall geben kann, und ich denke, wir alle als Trader kennen den Fall, der kommt vielleicht nicht jedes Mal vor, aber vielleicht bei jedem 50. Trade oder bei jedem 100. Trade, dass eben der Markt in Ihre Richtung läuft, sich Ihrem Take-Profit nähert, aber der Markt kippt genau im Bereich von dem Take-Profit und ist sehr häufig um 0,2, 0,4, 0,3, 0,7 Pips geht, ob der Take-Profit erreicht wird oder nicht. Zugegeben, in der Masse der Trades ist das nicht der Fall, aber in einigen wenigen ist das der Fall. Wenn man das jetzt aber von einer statistischen Sichtweise betrachtet und sagt, okay, ich werde in meinem Trading-Leben noch vielleicht 10.000 Trades ausführen. Wenn von diesen 10.000 Trades nur 100 in den gerade beschriebenen Fall reinfallen, macht es bei Ihnen schon einen signifikanten Unterschied auf Ihre Performance aus, nämlich ob Sie es schaffen, bei diesen 100 Trades einen Take-Profit zu erreichen oder nicht, oder vielleicht ein Stop-Loss-Event zu vermeiden. Das heißt hier, und das kann man sehr schön statistisch auswerten, das kann man auch wunderbar auch mit öffentlich kostenlosen EAs, über Backtests, wie auch immer, auch jeder selber nachweisen, dass es diesen Effekt eben gibt. Das heißt, wenn ich mir erlauben darf, diesen Rat zu geben, jedem Trader raten, immer mit Core Spreads zu handeln. Das ist ja auch der Grund, warum wir die Core Spreads anbieten. Das heißt, für uns wäre es ja, ich sage jetzt mal technisch gesehen, ist das ein leichtes, diese Kommission in den Spread reinzupacken. Nur wir wollen es nicht, weil wir wissen, dass dadurch die Performance unserer Kunden global gesehen schlechter wird. Und das ist meines Erachtens nach auch ein großer Kritikpunkt an den, ich sage jetzt mal, den Schwergewichten in dieser Branche. Auch für die wäre es ein leichtes, dieses transparentere Modell anzubieten, aber da ist natürlich eventuell ein Interessenskonflikt vorhanden, wo man sagt, okay, Kundenprofitabilität, wenn ich die Gegenposition bin dazu, weiß ich jetzt nicht, ob ich alles dafür tun werde, dass mein Kunde möglichst profitabel handelt.
Ein weiterer Punkt ist natürlich, von dem Marketing-Gesichtspunkt ist es natürlich ganz toll zu sagen, bei uns gibt es keine Handelsgebühren. Das ist meines Erachtens nach aber eine, um es vorsichtig auszudrücken, eine Sand in die Augen streuen. Wenn man es direkter betrachten würde, könnte man auch sagen, das ist eine misleading information, was eigentlich unter MiFID-Standards in Europa verboten ist. Also es gibt einfach keinen Handel ohne Kosten, weil sonst gäbe es den Broker nicht. Also so simpel kann man es machen. Das heißt, also ich rate jedem dazu, wie gesagt, diese Core Spreads zu verwenden. Es gibt auch, und das muss man auch immer dazu sagen, es gibt auch andere Broker neben JFD, die sowas anbieten. Also ich möchte jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass wir jetzt die einzigen weltweit sind, die das anbieten. Was vielleicht noch der Fall ist, wir sind die einzigen, die diese Post-Trade-Transparenz anbieten. Aber also es gibt auch andere Marktteilnehmer. Und was noch dazu kommt, Sie als Kunde sehen schwarz auf weiß, was wir als Broker mit Ihnen verdienen. Das heißt also, auch das versuchen wir nicht zu verstecken. Sie wissen ganz genau, was wir von Ihnen verdient haben. Das sehen Sie in der Kommissionsspalte. Ich meine, wir haben auch noch Kosten auf der anderen Seite natürlich, Clearing-Fees etc., aber es ist transparent einfach und ich denke, es ist ein faires Modell und auch die Gegenpartei sollte wissen, was wir an den Kunden verdienen und ich denke, dass über diese Kommissionsberechnungen ist es einfach für jeden, für alle Beteiligten transparent und nachvollziehbar. Ja, also wunderbar. Genau an dieser Stelle muss ich auch direkt noch eine kleine Ergänzung machen. Ich denke, also ich habe ja auch schon mein erstes Handelskonto FX war 2007, damals noch in den USA. Da muss ich sagen, da war es Uso, sozusagen kommissionsfreien Handel anzubieten, wenngleich die Spreads dort noch im Bereich 3 Pips lagen. Und auch heute, das muss man ganz klar sagen, gibt es noch viele, die eben kommissionsfreien Handel anbieten, wo dann eben die Spreads beispielsweise fairerweise im Bereich 1 Pip oder sogar leicht drunter liegen müssten, aber sie tun es nicht. Da gibt es immer noch Spreads, Euro, US-Dollar als Major-Pair-Maßgabe. Da bewegen wir uns hier im Bereich 1,52 Pips und dann darf man jeder in sich gehen und überlegen, wenn denn der reale Spread plus eben die Commission eingerechnet rund 1 oder 0,9 Pips ergeben, was passiert mit dem einen extra Pip, der denn da bei dem einen oder anderen immer noch auftaucht und das ist was, was ich im Laufe der letzten Jahre und ich meine auch, da hat JFD hier einen ganz klaren Standard gesetzt, hier sich ausgedehnt hat. Wie gesagt, es gibt viele Broker, die das mittlerweile anbieten, aber früher nicht angeboten haben. Das ist ganz klar und ich denke, da hat JFD hier eben die Tür auch aufgemacht für Trader und Kunden, einfach mal drüber nachzudenken, was denn der reale Preis ist und das stellen wir eben auch mit der Post-Trade-Transparenz dar. Das heißt, Sie kriegen wirklich dann eben vermittelt, übermittelt, zu welcher Ausführung es gekommen ist und da steht keiner dazwischen, macht noch einen Preisaufschlag sozusagen obendrauf, um sich sozusagen am Kunden zu bereichern und das kann ja nicht Sinn und Zweck sein eines Brokers, eines Agenten, wie wir uns ja verstehen, als Mittelsmann zwischen Liquiditätspool und Ihnen und da gab es, wie gesagt, in der letzten Zeit oder auch in den letzten Jahren eben viel Schabernack und da müsste ein jeder mal sich selbst und den Broker prüfen, gibt es die Post-Trade-Transparenz überhaupt? Kann ich den Trade wirklich indirekt nachverfolgen lassen bis zur Ausführung? Und wie sieht es denn, wenn ich denn feste, fixe Spreads habe, eigentlich aus mit der Differenz, die ja definitiv existiert? Und das ist eben all das, was so ja, intransparent bei vielerlei Brokern dargestellt wird. Und ja, da sind wir hier natürlich ganz offen unterwegs. Und da sehen Sie auch hier mit den Live-Spreads, wo wir uns da bewegen im Intraday-Bereich eben gerade. Wir hatten auch die Core-Spreads gerade im Thema hier im Intraday-Handel ungemein wichtig. Und da macht eben auch dann die Summe den Unterschied, wenn Sie eben 1.000, 10.000 Trades abgehandelt haben, dann ist es durchaus entscheidend, A, wie ist die Commission? Was habe ich an Handelsgebühren eigentlich gehabt? Und wenn ich die reduziere, ein Bonus. Aber wenn ich natürlich noch fairere Ausführungen bekomme in Sachen Preisstellung, gerade Take-Profit-Stop-Loss-Ausführungen, der eine oder andere hat sicherlich gerade bei JFD auch schon erlebt, da war ein Stop-Loss und der Preis ist in diese Richtung gegangen, er wurde aber nicht ausgeführt und dann kam es doch wieder zum Comeback oder Take-Profit, wie Lars es schon darstellte. Ich habe es live schon mehrfach erlebt, wo ich dann wirklich froh war, eben auch hier faire Preise zu bekommen. Bei jedem anderen oder vielen anderen Brokern wäre es sicherlich dann zu einer Ausführung negativer Art oder eben dann ungünstiger Art gekommen und das muss man eben für sich einfach mal nachvollziehen. Ansonsten, wie gesagt, ich hätte einen Punkt, sorry, dass ich unterbreche. Kein Problem, hatte ich vorher gerade gesehen, wo du durchgescrollt hattest, der da in dieses Thema auch nochmal, sagen wir mal, mit reinspielt, auf den man vielleicht kurz eingehen könnte, wenn du vielleicht gerade nochmal auf die Landingpage gehen könntest.
Und die untere, genau, die Grafik, ein bisschen runter, die untere Grafik, warum Chelsea, genau. Sie sehen in dem, wie soll ich sagen, der dritten Grafik oder im dritten Bild, sehen Sie die 0,1 BIP durchschnittliche Euro-Dollar-Spread. Und darunter sehen Sie 0,08 BIP durchschnittlich positive Slippage. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt in der Zwischenzeit, und darüber freuen wir uns, es gibt in der Zwischenzeit oder neue Marktteilnehmer, das ist teilweise sind das die Medien, teilweise sind das aber auch einfach neue Firmen, die entstehen, deren Geschäftsmodell ist, die Broker auf wirklich abzuklopfen und zu schauen, ob das auch wirklich stimmt, was die Broker in ihrer Werbung versprechen, beziehungsweise was denn, und das ist jetzt noch so diese, jetzt wird es vielleicht ein bisschen kompliziert, aber was sind denn die echten Handelskosten? Mhm. Weil neben Spread, Kommission, Swap etc. gibt es einen signifikanten Kostenpunkt, entweder negativ oder vielleicht auch positiv, das ist die Slippage, also die Ausführung. Ich muss hier kurz ausholen, es gibt Broker, große Broker, die riesige Strafzahlungen bekommen haben, unter anderem in den USA, da ist auch der größte Devisenbroker darunter, der mit den vier Buchstaben, weil sie systematisch auf ihrer IT-Infrastruktur Tools eingesetzt haben, um positives Slippage auszuschließen. Das bedeutet, was passiert ist, Ihre Order kommt rein, bleibt auf dem Server stehen für 30, 40, 50, 60, 70, 80 Millisekunden. Dann prüft die Price Engine, ob der Kurs innerhalb dieser kurzen Zeit für oder gegen den Kunden marschiert ist. Sollte er für den Kunden marschiert sein, sodass es positives Slippage, oder also wie gesagt, positives Slippage geben sollte, kriegt der Kunde den Preis, den er angefragt hat. Sollte es aber schlechter geworden sein, bekommt er den schlechteren Preis. Mhm. Und wir in unserem Geschäftsmodell, dadurch, dass wir eine komplette Agentur sind, gibt es bei uns positive wie negative Slippage. Und Drittwebseiten, es gibt zum Beispiel eine neue, die nennt sich Tradeproofer, die haben nichts zu tun, die sind auf uns zugekommen, ob sie diese Trades von uns auswerten können. Wir haben natürlich gesagt, klar, wir sind da, unsere Tür steht offen, wir freuen uns über sowas. Wir haben gesagt, okay, vielleicht können wir auch noch was lernen dadurch, vielleicht sehen wir, wo wir noch besser werden können. Und all diese Auswertungen haben gezeigt, dass über das komplette Jahr 2015 hinweg, wenn man alle unsere Devisen-Trades anschaut, alle, haben wir eine durchschnittliche positive Slippage von 0,08 Pips. Natürlich kann das bei manchem Kunden komplett anders sein, weil hier kommt es natürlich sehr darauf an, welche Ordertypen benutzt werden, beziehungsweise zu welchen Zeiten gehandelt wird. Aber nichtsdestotrotz kann man das nachweisen, deshalb wurde bei uns extern gemacht, dass wir diese durchschnittliche positive Slippage haben. Und jetzt können Sie vielleicht sich selber mal ausrechnen und dann erklärt sich vielleicht auch ein bisschen, wie man dann auf einmal Formel 1 Werbung machen kann oder Fußball-Trikotsponsor wird oder keine Ahnung. Wenn wir diese positive Slippage nicht an den Kunden gegeben hätten, dann hätten wir auf all unseren Trades im FX-Bereich, die wir dieses Jahr abgehandelt haben, 0,1 Pip verdient, in Anführungsstrichen. Wenn wir das machen würden. Das machen wir nicht, weil es unter MiFID A nicht erlaubt ist, B unseres Erachtens nach unmoralisch ist oder nicht ethisch vertretbar ist. Wenn Sie sich das aber ausrechnen, man kann grob das mal im Kopf so setzen, dass 0,1 Pip pro gehandelter Million 5 Dollar sind. Wenn Sie sich jetzt ausrechnen, dass von den 40 Milliarden Dollar, die wir als Broker umsetzen, ungefähr 28 bis 30 Devisenvolumen ist, dann macht man eine simple Rechnung, 5 Dollar mal 30.000, weil 30 Milliarden 30.000 Millionen sind,
dann kommt man bei 150.000 Euro raus, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe, und das pro Monat. Das heißt, selbst eine Firma unserer Größe, wenn wir keine positive Slippage an den Kunden geben würden, bedeutet das für uns einen zusätzlichen Umsatz ungefähr im Bereich oder Gewinn, je nachdem, von 2 Millionen Euro oder 2 Millionen Dollar, Entschuldigung, 2 Millionen Dollar, ist aber heutzutage ja fast das gleiche, Euro-Dollar. Mhm. Und so versteht man eben auch, wie manche Devisenbroker einfach einen unglaublichen Umsatz und unglaublichen Gewinn zu einem haben. Aber auf der anderen Seite bedeutet das natürlich, dadurch, dass wir das an den Kunden weitergeben, sind unsere Kunden um eben genau diese 2 Millionen Euro profitabler. Das heißt, unsere Kunden haben genau aus diesem Grund 2 Millionen Euro mehr auf ihren Konten und nicht wir in unserer Tasche. Und das ist etwas, ich denke, das ist zulässig, darauf bin ich persönlich sehr, sehr stolz, weil das genau eben unser Ziel war, wo wir JFD gegründet haben, dass wirklich, dass es eine Beziehung ist zwischen Kunde und Broker, wo man zusammen versucht, gemeinsam voranzugehen. Und wir sagen eben, wir wollen es richtig machen, wir halten uns an MiFID, wir sind transparent, wir wirklich gönnen von Herzen unseren Kunden diesen Umsatz, diesen Gewinn, weil auf der anderen Seite, wir wissen ja auch wiederum langfristig gesehen, dadurch, dass diese 2 Millionen Euro in den Kundenkonten verbleiben, haben wir die Kunden länger, vielleicht werden irgendwann die Kundenorders größer, weil sie profitabler sind, etc. Also ich denke, das ist noch ein sehr wichtiger Punkt, der auch so gut wie nirgends diskutiert wird. Das ist etwas so, ich sage immer so, da legt sich so so Nebel darüber, über diesen Bereich. Und wir freuen uns sehr und wir glauben auch, dass in den nächsten Jahren noch viel mehr Firmen wie Tradeprover etc. auf den Markt kommen, die wirklich Broker von A bis Z auseinandernehmen. Und also wir haben davor keine Angst. Also wir freuen uns darüber und hoffen eben, wie gesagt, dass es noch viel mehr der Fall wird, weil das steht einfach sowohl meines Erachtens nach moralisch wie aber auch insbesondere rechtlich gesehen den Kunden einfach zu. Und es gibt, wie gesagt, auch massive Strafzahlungen an manche Firmen. Und wir sind natürlich auch sehr stolz, dass wir in all unseren 4 Jahren keine einzige Strafzahlung von irgendeiner Regulierungsbehörde weltweit bekommen haben, weil wir wirklich, also sagen wir mal, das rechtliche, das Lizenzthema sehr, sehr ernst nehmen. Wir hören zwar ab und zu auch von unseren Kunden, okay, wenn man bei euch ein Konto aufmacht, ist es ein bisschen schwieriger wie bei anderen, ihr wollt mehr Dokumente haben, das sei dann manchmal ein bisschen strikter, aber das gehört eben alles zu unserer Firmenphilosophie dazu, dass wir sagen, wir wollen wirklich Dinge korrekt machen. Vielleicht verliert man dann auch mal den einen oder anderen Kunde, weil man eben sagt, okay, wir machen jetzt nicht ein Konto auf, wenn eben dieses Dokument fehlt etc. Aber ich denke, dass es langfristig auf jeden Fall richtig ist, so zu arbeiten und hoffen dann eben auch, dass unsere Kunden, und ich denke, es zeigt sich auch, das wertschätzen und dann eben loyal und langfristig mit uns zusammenarbeiten. Absolut, Lars. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung dahingehend, gerade mit dem Win-Win-Situation für Kunden und auch für den Broker natürlich, die durchschnittliche Überlebensdauer bei uns ist doch sicherlich auch um einiges länger als bei manch anderem Broker in Sachen Konten. Hast du da Zahlen oder so gewisse Abschätzungen? Ja, also sagen wir es mal so, also wir natürlich, wir müssen uns darauf verlassen, was wir von Medienseite bekommen. Mhm. Also man kann grob sagen, also es gibt eine Zahl, die, also ich denke, die, sagen wir mal so als Branchen, weiter, ich nenne es jetzt mal Standard oder allgemeingültige Zahl anerkannt ist, man kann grob, also den durchschnittlichen Forex- und CFD-Trader kann man beschreiben damit, dass er bei einem normalen FX- und CFD-Broker, der jetzt nicht sonderlich viel unternimmt, um den Kunden profitabel zu machen, eine durchschnittliche Lebensdauer von ungefähr 5 bis 6 Monaten hat. Bei uns ist es so, Kunden, die im ersten Quartal 2000 und, dass ich jetzt nichts Falsches sage, 11 oder 12, also praktisch im ersten Quartal unserer Tätigkeit zu uns gestoßen sind. Das müsste 2011 gewesen sein. Mhm. Also in den ersten 3 Monaten, wo es JFD Brokers gab, nach unserem Marktauftritt, haben wir aktuell immer noch 49% dieser Kunden, die über uns handeln,
die aktiv sind. Und ich denke, das ist eine absolut außergewöhnliche Relation. Wie gesagt, wenn man das im Vergleich setzt, dass durchschnittlich bei einem CFD- und FX-Broker der Kunde 6 Monate ist. Und ich denke, das zeigt auch, warum wir eben wachsen und auch schnell wachsen, weil der entscheidende Unterschied zwischen uns und manch anderem ist, wir wachsen aus uns heraus, also organisch. Das heißt, wir haben Kunden, die profitabel sind, die Konten werden größer, die Volumina werden größer. Man ist zufrieden, man holt vielleicht seinen Freund, seinen Kollegen mit zu JFD. Während jetzt viele andere unserer Konkurrenten oder Mitbewerber ständig tot, also man, wie man sagt, tot ist kein schönes Wort, aber tote Konten praktisch mit neuen auffüllen muss, weil man ständig diese Kunden verliert. Und das ist bei uns eben anders. Also wir wachsen organisch aus uns heraus. Sieht man auch, also wir haben ein Marketingbudget, das also das eigentlich fast nicht vorhanden ist. Also man sieht uns ja auch wenig Marketing machen. Ich würde sagen, wir haben ungefähr 70% ist Mundpropaganda von neuen Kunden, die zu uns kommen. Und wir versuchen eben wirklich in Technologie zu investieren, damit eben sowas hier, wie hier aufgelistet ist, möglich ist. Und eben jetzt nicht in Google AdWords oder große Partnerkampagnen und Formel 1 Werbung und all das, weil wir eben sagen, wenn ein Kunde sich aufgrund der Formel 1 Werbung für einen Broker entscheidet, ist das ein Kunde, den wir natürlich auch gerne hätten, aber der unseres Erachtens vielleicht noch gar nicht versteht oder zu schätzen weiß, was wir auf, also aufgesetzt haben als Ökosystem, wo man vielleicht eher so auf so diese Kernreize anspringt, ja, Bonusprogramm, ich kann sehr schnell sehr viel Geld verdienen und all diese relativ leeren Werbeversprechen. Ich denke, das ist bei uns deutlich anders. Absolut, also das ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal. Der ein oder andere zieht hier sicherlich bei nach oder versucht es zumindest, aber ich sag mal, allein schon JFD, die Buchstaben, der Name der Firma steht ja schon genau für das, was wir da erleben und darstellen. Und da ist es natürlich hier spannend, dahingehend auch, wenn wir denn die Gelder, sage ich mal, qualitativ verwenden für den Kunden, um auch natürlich hier technologisch voranzugehen. Was erwartet uns denn da so 2016? Hast du da, du hast hin und wieder mal ein Interview gegeben und das schon, sage ich mal, dargestellt, aber vielleicht jetzt hier für die heutigen Zuschauer nochmal so ein Stück auf den Punkt gebracht, was man in 2016 von JFD erwarten kann? Also, um es ganz schnell zu machen, ich denke, viele warten ja auch auf deinen Ausblick für 2016. Ich will sie da auch nicht zu lange warten lassen, also auf den Marktausblick. Es gibt zwei große Themen oder drei große Themen. Das erste große Thema ist, wir werden weitere Handelsplattformen hinzufügen. Wir sind, nächste Woche kommt der Launch von Tradable, im Januar kommt der Launch von Guidance. Wir hoffen, dass eine weitere Plattform direkt im März und April folgen wird. Das Interessante ist, also wir haben bis dato ja so diesen Slogan, ein Konto, ein Marktzugang, eine Plattform. Es wird nach wie vor ein Konto bleiben, ein Marktzugang, aber eben drei Plattformen, beziehungsweise später vier Plattformen. Aber das Interessante ist, dass alle Plattformen miteinander interagieren. Das bedeutet, wenn Tradable jetzt live geht, beziehungsweise Guidance im Januar, muss man sich nicht entscheiden, möchte ich entweder ein MetaTrader-Konto haben oder ein Guidance-Konto oder ein Tradable-Konto, sondern das, was Sie in MetaTrader machen, sehen Sie in Tradable, das, was Sie in Tradable machen, sehen Sie in MetaTrader, beziehungsweise in Guidance, und was Sie in Guidance machen, genauso. Das heißt, alle Plattformen interagieren miteinander, sodass Sie wirklich nur ein Konto haben bei uns, und aber jede Plattform nutzen können, je nach persönlichem Gusto, welche Ihnen eben am meisten zusagt. Sie müssen sich aber nicht, wie bei vielen anderen Angeboten, entscheiden, möchte ich ein MetaTrader 4-Konto, dann möchte ich ein MetaTrader 5-Konto oder ich möchte ein C-Trader-Konto, sondern das ist bei uns alles konsolidiert und das war uns auch sehr wichtig, weil auch das ist unseres Erachtens nach wieder für den Trader natürlich, wir haben den Trader da ins Zentrum gestellt,
Also für mich als Trader wäre es elementar wichtig, dass wenn ich was handeln möchte, ich nicht ständig zwischen den Konten hin und her springen muss, beziehungsweise auf meinem Konto Geld haben muss, auf dem anderen Konto Geld haben muss, dann ist die eine Position auf dem Konto A profitabel, auf dem anderen Konto aber nicht. Das heißt, da reduziere ich meine Margin, dass man dann wieder Geld hin und her überweisen muss und das wird alles konsolidiert. Der zweite große Punkt ist, wir haben die strategische Entscheidung getroffen, eine deutsche Lizenz zu beantragen. Das ist das ganz große Thema 2016. Also wir möchten diese deutsche Lizenz haben. Da sind wir kurz davor, den Lizenzierungsprozess anzustoßen. Also Teile davon sind schon am Laufen. Realistisch würde ich sagen, Anfang Q3 nächsten Jahres hoffen wir, die Lizenz zu haben. Natürlich liegt das nicht in unserer Hand. Das wird die BaFin entscheiden, ob wir die bekommen oder nicht. Das sind aber sehr gute Dinge. Und der dritte große Punkt ist, wir haben eine strategische Partnerschaft mit einer Schweizer Bank geschlossen hinsichtlich börsengelisteter Zertifikate. Das heißt, wir werden ganz massiv in den Bereich der Handelsindex-Tracker-Zertifikate eintauchen. Wir haben ja eine hausinterne Vermögensverwaltung und wir möchten diese Strategien, die wir dort handeln, beziehungsweise vielleicht auch später von anderen externen Vermögensverwaltern, die wir für gut erachten, in diese Zertifikate packen und praktisch, und die werden börsengelistet sein, in Frankfurt und in Zürich an der SIX und sind eben dann ganz normal handelbar für jemanden auch, der ein klassisches Broker-Konto hat und sich dann eben so ein Index- oder so ein Index-Tracker-Zertifikat, das auf unsere Handelsstrategien basiert, sich ins Portfolio legen möchte. Wir sind da auch relativ gute Dinge, dass wir den einen oder anderen sehr bekannten Trader dafür gewinnen können, der mit Sicherheit auch vielen, aber das kann ich noch nicht sagen, aber man weiß ja ungefähr, mit wem wir so zusammenarbeiten. Vielleicht kommt da ja auch die eine oder andere Kooperation. Also das sind so die drei großen Punkte, die jetzt angestoßen werden und auf die freue ich mich auch sehr. Ich meine, über die zusätzlichen Plattformen reden wir auch schon lange. Ich weiß, es wird auch von der zeitlichen Umsetzung etwas hinterherhinken. Aber auch da haben wir dann gesagt, im Endeffekt für uns gilt Qualität gegenüber Schnelligkeit bzw. Quantität. Und wir wollen einfach sicherstellen, dass was wir machen, dann auch wirklich funktioniert, solide ist und auch dem Kunden und dem Trader wirklich von Nutzen ist und halt nicht, sagen wir mal, die schnelle Marketing-Message zu generieren, also solide und robust sein. Ich denke, es ist uns gelungen und da geht es jetzt in Kürze los damit. Ja, das sind ja auf jeden Fall sensationelle News. Also ich denke, das wird den einen oder anderen vielleicht auch noch nicht bewusst geworden sein, was da so neben den Handelsplattformen, die wir auf jeden Fall ja schon im Auge schon immer hatten, da noch ansteht. Wir haben auch wieder hier das Beispiel, Lars, ich sehe es gerade im Chat nochmal, die Frage nach dem Agena oder Agenda Trader. Die hatten wir auch immer wieder mal erhalten und da kann ich gleich vorwegnehmen, auch das ist sozusagen im Zyklus berücksichtigt. Also da arbeitet JFD auch schon dran in Sachen Kooperation und da darf man mal gespannt sein. Also auch hier wird es sicherlich nochmal Gimmick geben oder hast du da einen neuen Sachstand? Also, sagen wir mal so, das ist so die vierte Plattform, die ich noch in Klammer gesetzt habe. Also das ist, wir sind vertraglich noch nicht durch, noch mein Kenntnisstand. Ich persönlich bin aber ein großer Fan vom Agena Trader oder China Trader. Ich kann mich auch daran erinnern, in meiner Zeit bei Godmode, bei der Börse Go vor 7 Jahren, sowas war das, da hatte ich zufällig das Glück, einer Präsentation beizuwohnen von Agena Trader und ich finde es eine Weltklasse Plattform und wir werden auf jeden Fall alles daran setzen, dass das die vierte Plattform wird, die bei uns hoffentlich angeschlossen wird, weil, also wie gesagt, ich persönlich, ich glaube, Chris, du stimmst mir dazu, von der Trader-Perspektive ist das eine tolle Lösung. Und wir würden sehr, sehr gerne es möglich machen, dass diese Plattform auch angeschlossen wird. Und ich kann jetzt schon sagen, dass wenn es kommt, von der technischen Umsetzung sind wir schon da praktisch oder haben wir schon das klare Bild, dass das auch wiederum in dieses Universum, in dieses Ökosystem einbezogen werden würde. Das heißt auch hier, man müsste kein extra Konto haben,
sondern das, was Sie im Agenda Trader machen würden, wäre auch im MetaTrader sichtbar, wäre auch in Guidance sichtbar und umgekehrt. Das heißt, es geht alles in dieses eine Ökosystem mit rein, dass der Kunde wirklich Flexibilität hat und sich praktisch raussuchen kann, welche Handelsplattform er wirklich nutzen möchte. Also ich hoffe, dass es kommt. Ich werde alles mein Mögliches dafür tun, dass wir da ein Agreement finden, weil ich persönlich die Plattform wirklich ganz toll finde. Und das Statement, wie gesagt, kommt von ganz oben. Also da gibt es gar keine Zweifel von einem Trader für die Trader. Das ist ja immer das Motto. Also Lars, ich will dich auch gar nicht weiter beanspruchen. Du bist ja an Warner, Management Meetings etc. Ich denke, wir haben viele Fragen gehört, beziehungsweise Fragen gehört und beantwortet bekommen. Ich würde jetzt dann überschwenken und dich vielleicht dann hier dankenswerterweise auch entlassen für das heutige Meeting. Wir haben am 17.12. ja nochmal ein Webinar zum Prepaid-Programm. Also wenn da heute doch noch im Nachgang irgendwas unschlüssig geblieben ist, können Sie gerne am 17.12. 20 Uhr, also kurz vor Weihnachten, machen wir da nochmal ein Special-Webinar am Abend, um Sie nochmal abzuholen. Und wenn da Fragen sind oder wenn Sie ins Programm eingestiegen sind und irgendwas unklar ist, da jederzeit dann nochmal sich zuschalten zu können. Ansonsten, unser Support steht ja eh zur Verfügung. Aber in erster Linie danke ich jetzt erstmal Lars für die offenen Worte. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Das machen nicht viele Broker, sich sozusagen dem Kunden direkt zu stellen. Ich darf mich ganz besonders mit Lars und Ihnen als Kunden dann natürlich auf 2016 freuen. Da kommt einiges und es bleibt spannend, wird spannend und wir bleiben auch unserem Just and Fair and Direct Motto immer treu. Darauf können Sie sich auf jeden Fall verlassen. Lars, an dieser Stelle bleibt mir eigentlich nur noch der Dank zu sagen. Ich würde dann jetzt die Grätsche schlagen und mal so ein Stück weit eben perspektivisch in den Markt 2016 blicken, mit unserem Research da auch nochmal ein Stück weit Einblicke geben, was wir da eigentlich auch noch auf der englischsprachigen Seite so anbieten. Und würde sagen, danke Lars dafür, wenn es jetzt keine Fragen mehr von den Teilnehmern gibt, jetzt speziell zum Programm. Ich sage einfach nur, probieren Sie es aus. Es ist definitiv kein Fake, es ist nicht am Kunden vorbei, es ist nur ein Vorteil für Sie. Also dahingehend besser jetzt als später, weil die 30% eben auch auf 500 Euro beispielsweise fungieren. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Gut, Fernando ist auch erfreut über den Agena-Trader, über das Statement. Das macht uns auch froh. Dann sage ich Lars, erstmal danke fürs Dabeisein. Wir machen jetzt direkt weiter und du sicherlich auch vor Ort. Nochmal Grüße ins Office und viel Spaß im schönen Bulgarien. Dankeschön. Wie gesagt, viel Spaß noch mit deinem Marktausblick. Bedanke mich nochmal bei den Teilnehmern, wünsche Ihnen noch viel Spaß jetzt mit Chris und ja, ansonsten hoffe ich, dass wir möglichst gute Trades in naher Zukunft absetzen werden und wünsche aber schon auch mal hinblickend auf die Feiertage einige geruhsame Stunden mit der Familie und auch wenn es noch ein bisschen hin ist, einen guten Rutsch in 2016. Wenn Sie Fragen haben, ist immer für Sie da, auch für Anregungen, auch für Kritik. Auch wir wollen besser werden und wünsche Ihnen dann jetzt noch viel Spaß mit Chris und seinem Marktausblick für 2016. Dankeschön. Jawohl, Dankeschön. Dann entlassen wir den Lars. Mich hat es auf jeden Fall gefreut. Sie sehen, die Stunde haben wir gut vollgemacht, aber das sind auch Informationen gewesen, die natürlich aus erster Hand kommen und darum sollte es ja heute auch gehen. Den Marktausblick haben wir natürlich jetzt auch noch ergänzend dazu gemacht, um eben auch das Ganze noch ein Stück weit abzurunden. Wenn Sie jetzt da Wunschtitel haben oder dergleichen, können Sie das auch gerne mal reinhauen, aber primär wollte ich eigentlich nur mal den Blick über den Tellerrand in 2016 wagen. Da kann ich auch direkt mal auf den GFD Research verweisen. Hier sehen Sie auch schon unsere Analystin in Zypern. Da kommt mein Gesicht auch reingefahren. Das heißt, wir sind ein Team aus Analysten, hier ist auch der Schiffco, die hier praktisch agieren. Wir haben eben hier auch die Landingpage dafür, JFD Research Direct, sehen Sie oben als Link, kommen Sie auch direkt von der Startseite drauf hier oben, JFD Research. Da kommt hier immer täglicher Traffic und es gibt auch Ausblicke, Strategiereporte. Sie sehen es hier, kostenlose Registrierung. Natürlich, das ist in Englisch. Inwiefern wir das in Deutsch ausbauen, das bleibt jetzt nochmal dahingestellt. Dennoch, der Content ist hier erste Sahne und Sie bekommen hier auch dann Ausblick für 2016 in einem großen Strategy Report. Das umfasst dann ungefähr 35, 60 Seiten, wo auch global eben fundamental wie technisch der Markt analysiert wird. Hier speziell technische Analyse, kurze Trading Picks. Den ein oder anderen Trading Pick kennen Sie auch wahrscheinlich aus meinem Stream hier, wo praktisch aus dem Trading-Alltag der ein oder andere Screenshot reinkommt. Das wird auch hier veröffentlicht und dann auch auf Twitter gepostet und dergleichen. Hier, wie gesagt, immer mal reinschauen, um was es hier geht.
Also, was es für Möglichkeiten gibt, technische Analyse, kurze Trading Picks oder eben Market News. Hier unten immer ein Stück weit ausführlichere Geschichten. Aber wir wollten uns ja heute einerseits den DAX anschauen, andererseits den S&P 500 und Euro, US-Dollar, vielleicht auch noch US-Dollar, Yen. Sicherlich interessante Themen. Faktisch warten wir wohl alle auf die nächste Woche und die Fed. Das ist sicherlich das, was jedem so im Kopf rumgeistert. Was passiert denn nun? Wir wissen ganz genau, dass die amerikanische Notenbank hier schon seit langer Zeit mehr oder weniger propagiert, insbesondere seit 2014 Sommer nach Einstellung des QE-Programms, also Quantitative Easing, ging es ja hier dann in die Richtung, ja, wir sind wohl mehr oder weniger bestrebt, eine neue Zinspolitik ins Auge zu fassen, sprich US-Dollar-Aufwertung zu propagieren, Schrägstrich hier Leitzinserhöhungen in Aussicht zu stellen. Und das begleitet uns ja nunmehr schon seit über einem Jahr. Passiert ist nichts, bis auf das Quantitative Easing 3 eingestellt wurde. Das zeigt auch ganz klar, wir zeigen Ihnen mal, oder ich zeige Ihnen mal hier eine Grafik vom JFD Research Team zum S&P 500 und der Jahresperformance bzw. der Ergebnisse hier. Sie sehen, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Die Aktienanlage generell, ja, unabhängig jetzt vom Brokerage, vom aktiven Trading, ist sicherlich das A und O. Da kommen wir nicht vorbei. Das wird auch mittellangfristig genau der Weg sein, um sich hier, ich will jetzt hier keine Altersvorsorge propagieren, aber letztlich, wenn man denn Vermögen aufbauen will, kommt man an der klassischen Aktie nicht vorbei. Und dann hat man eben hier, sage ich mal linear gesehen, überwiegend Gewinnjahre. Es gibt Crashphasen, es gibt Korrekturjahre und wir sind eben hier seit 2009 beginnend auch sehr, sehr anständig im S&P 500 gelaufen. Doch das Jahr 2015, gemittelt, sage ich mal, wir haben noch ein paar Tage vor uns, die Fed kommt ja auch, da darf man mal gespannt sein, wie die letzten Handelstage im Dezember aussehen, aber wir haben per se ein Nullsummenspiel in diesem Jahr, also buchstäblich gesagt Stagnation, so richtig Performance konnte man nicht erzielen, aber der Hintergrund einer Aktie ist natürlich auch eine Dividende, da gab es doch bis zu 5, 6% im großen Schnitt abzuholen, zusätzlich zu einer möglichen Performance, das ist ja auch der Ursprung einer Aktie, ja, es geht ja hier um eine Unternehmensbeteiligung und eine Gewinnausschüttung in Form der Dividende. Das ist voll abgearbeitet worden, aber in Sachen Kursperformance ist hier 2015 nichts passiert. Und historisch betrachtet haben Jahre, und wir sehen hier im Jahr 2011 zum Beispiel, hatten wir ein ähnliches Spiel. Jahre oder auch hier, wo es jetzt unter 3% ging, knapp über 3% oder sage ich mal 0% oder wie eben jetzt hier 1, 2, 3%, wer weiß, wo der Index jetzt am 31.12. schließen wird, die nachfolgenden Jahre sind im zweistelligen Bereich anzusiedeln. Das heißt, wir da dürfen erwarten, dass der S&P 500, und das ist der Leitindex des kapitalistischen Universums, sage ich mal, der größte Index in den USA, der hier natürlich die ganzen Global Player mit vereint, da ist überhaupt gar keine Frage zu stellen, wer denn da alles mit rangiert. Wir können uns auch ganz kurz dazu mal, dann mache ich gleich weiter, die einzelnen, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich das finde, S&P 500, die kleinen einzelnen Werte, also hier in Sachen Kapitalisierung. Vorab schon, wir sprechen hier eben über eine Apple, über eine Google, jetzt Alphabet etc. Die sind ja milliardenschwer gewichtet. Großunternehmen, die spielen natürlich nicht nur in den USA eine Rolle, sondern sind hier weltweit maßgeblich beteiligt an der ganzen Geschichte, wie der Markt sich hier entwickelt und was passieren kann. Grundsätzlich eben davon auszugehen, dass diese in diesem Handelsjahr jetzt eben sicherlich eine gute Performance hingelegt haben. Zu teilen ist es aber eben auch so, dass jetzt eben das große Fragezeichen im Raum steht, was macht denn nun die Fed? Und da ist es eben auch so, dass man hier vom Wirtschaftswachstum in den USA natürlich hier von einer gewissen Stabilität ausgehen kann, ausgehen muss. Und auch wenn wir uns hier mal die Wirtschaftsdaten aus den USA anschauen, der letzten Jahre, letzten Monate hier die Arbeitslosenrate, Arbeitslosigkeit hier in Prozent, die fällt und fällt. Und das war ja ursprünglich immer eine Riesenmaßgabe für die Fed, um eben zu sagen, wir schrauben hier an der Zins, Inflation etc., die Earnings der Non-Farm-Payrolls, das sind alles maßgebliche Triebfedern für die Fed in Sachen Entscheidung. Hier die Inflation auch noch so eine Geschichte. Das heißt, da muss man wirklich mal sehen, wie die Fed jetzt in der Summe die ganzen Daten jetzt nun wieder nach vorne kehrt. Waren die Wirtschaftsdaten zu gut? Dann wurde ja einerseits interpretiert, naja, jetzt wird es wirklich Zeit für eine Zinsanhebung, kamen die Daten wieder schlechter rein, wurde wieder ins Gegenrohr geblasen. So langsam kommt die Fed aber nicht aus der Nummer raus und wird wohl die Zinsen anheben. Wenngleich man sagen muss, die Zinsen generell sind auf einem Niveau, das wissen Sie genauso gut wie ich, das hier unterliefen ist. Also grundsätzlich kann man davon ausgehen, und auch hierzu nochmal eine Grafik von uns aus dem Haus, 0
Bis 0,25 ist ja das Level, was wir hier seit 2009 fahren. Also grundsätzlich ist es nicht davon auszugehen, aus meiner Sicht, dass wir jetzt hier in Richtung 3-4% nach oben wandern. Das würde das ganze Kreditsystem, worauf ja auch die US-amerikanische Wirtschaft baut, sicherlich umkehren. Hängt auch dann mit den Abzügen in den Schwellenländern zusammen, wenn sowas passieren würde. Also das wäre schon eine rigorose Geschichte. Man darf vielmehr vorstellen, dass sich das ja alles im Millipromille-Bereich befindet. Also selbst wenn Janet Yellen jetzt sagt, wir gehen jetzt von 0,00 bis 0,25, was ja jetzt Status quo ist, auf 0,25, dann wäre das ja indirekt auch schon eine Ansage, okay, wir haben was getan an der Zinsschraube, obgleich per se nichts passiert ist. Also selbst wenn wir auf 0,05 hochgehen oder 0,5 vielmehr, dann ist das natürlich auch noch nicht die große Geschichte. Es ist allerdings schon im Markt viel eingepreist und wie auch schon gesagt im S&P 500, und da komme ich direkt mal zu dem, was ja für uns als Analysten oder für mich speziell eben hier die Triebfeder ist, eben in Sachen Massenpsychologie. Sie sehen hier den S&P 500, den Leitindex hier in der Monatschartbeschau und ja, wir haben seit 2009 eine enorme Performance hingelegt, hier ein Allzeithoch gemacht und jetzt ist natürlich die Frage, gut, was passiert jetzt dann im Weiteren. Grundsätzlich müssen Leitzinsanhebungen nicht negativ für den Markt sein. Das heißt, es ist nicht zwingend so. Sicherlich wird dem Markt Geld entzogen und das Geld geht von spekulativeren Anlagen in sichere Anleihen und Bonds, wenn denn die Zinsen hoch genug sind. Aber die Zinsen sind mit Verlaub wahrscheinlich weiterhin tief. Selbst wenn es jetzt zur Anhebung kommt, ist das nicht in dem Maße zu rechtfertigen wie zum Beispiel eine Dividendenrendite. Also per se spricht noch nach wie vor vieles für Aktien, was auch grundsätzlich einer weiteren Hoss nicht entgegenspricht. Aber gibt ja die Risiken in China, wobei sich die USA da ein Stück weit abkoppeln. Und da sehen Sie eben auch hier an dem Preisgeschehen, eben in Form des S&P 500. Hier, wir sind per se, das ist hier die Eröffnungskerze Januar, das war der Dezember hier, wir gehen mal ein Stück rein. So, machen wir ein bisschen größer das Ganze. Per se sind wir in diesem Jahr seitwärts gelaufen. Und wie eingangs ja gesagt, es ist davon auszugehen, dass wir eine zweistellige Performance im nächsten Jahr sehen. Die kann natürlich nach oben gehen, Trend folgend, trotz möglicherweise den negativen Signalen seitens der Zinsbasis oder der Zinsseite, obgleich die USA ja die einzigen sind, die das so ein Stück weit bislang propagieren. Man muss eben auch davon ausgehen, ein zu starker US-Dollar wird hier mittel- bis langfristig auch die US-Wirtschaft nicht gerade beflügeln, auch wenn es natürlich eine Binnenwirtschaft ist, aber es findet auch viel, gerade wie Apple oder Facebook und dergleichen, die internationalen Dotcom-Firmen sozusagen, das agiert ja alles weltweit und da ist natürlich eine Dollarstärke schon ein Argument, wenn er denn zu stark wird. Tatsache ist, wir haben eine Seitwärtsgeschichte, die sich auflösen müsste und wenn wir uns den Chart jetzt so anschauen, dann fällt auf, wir haben erstmal einen Aufwärtstrend gebrochen, der ist relativ zu sehen, aber wir haben hier einen sehr schönen Kanal gehabt und hier oben hat sich eine gewisse Abschwächung erfolgt, interessanterweise hier in der runden Hausnummer 2100 Punkte. Das ist schon ein Level, das sollte man mal so ein Stück weit im Hinterkopf haben, dass hier der Markt, wenn er denn über die 2100 per Monatsschlusspreis geht, also Monatsschlusspreis over 2100, dann dürfte das Allzeithoch von 2134 Punkten auch relativ schnell zur Geschichte zählen. Also eine starke Kerze hier nach oben raus, dürfte den Trend weiter beschleunigen in Sachen HOS-Rallye-Fortsetzung. Ganz klar, der S&P 500 hat hier einen Weg eingeschlagen seit den Tiefs aus 2009, der weiter nach oben gehen kann und auch darf. Grundsätzlich steigende Zinsen sprechen ja auch für eben eine niedrige Arbeitslosenquote, für anziehende Bruttoinlandsproduktsdaten und. Also der Markt, die Wirtschaft generell stabil unterwegs. Also per se alles eine gute Aussicht für weitere Gewinne. Also man muss natürlich jetzt nicht unbedingt den Markt sofort abwürgen, aber dem Markt wird erstmal Liquidität entzogen und möglicherweise, und an der Börse wird eben die Zukunft gehandelt, herrscht dann die Angst, dass hier eben noch mehr Kapitalentzug stattfinden könnte, was ergo dazu führen kann, wohlbemerkt kann, dass der S&P 500 hier mit dem Ausklang des Dezembers des Handelsjahres 2015 doch anfängt zurückzusetzen. Und sollte das passieren und wir jetzt nicht über 2100 rausgehen, das wäre per se mit Verlaub ein Kaufsignal mittel- bis langfristiger Natur sozusagen, wenn wir hier über 2.1 rausgehen und uns weiter nach oben arbeiten, dann hat man hier technisch perspektivisch Luft. Und da sprechen wir durchaus hier, wenn wir sogar in den Kanal wieder eindringen sollten, von Preislevels, die uns hier in 2016 in dem Bereich 2700, 2800 Punkten ereilen könnten. Keine Frage. Gerade vor dem Stagnationsjahr. Der Punkt ist, es ist mit einer zweistelligen Performance hier im kommenden Handelsjahr zu rechnen. Nach oben, Schrägstrich auch nach unten, also Negativ-Performance. Also wenn der S&P 500 hier sich in dieser Range, und da muss man schon interpretieren, dass wir hier durchaus eine Range haben, gerade wenn Sie hier diese Kerze vom August nehmen,
Ja, wir machen das mal direkt technisch. Hier die Korrekturkerze. Sie sehen, das sind alles Inside-Kerzen, was wir hier gerade sehen. Ja, das ist hier die große Augustkerze H2112. Das ist durchaus eine Triggermarke und tief 1867 auf der Südseite. Das ist hier eine Range, in der wir uns gerade bewegen, die, sofern sie denn anhält, per se von der Fortsetzung des Seitwärtsmarkts spricht. Also, wenn wir diese Range verlassen, und das ist eben hier die Handelskerze vom August, und da bewegen wir uns mittlerweile eben seit 4 Handelsmonaten mittendrin, statt nur dabei. Sie sehen es hier. Erstmal nach unten, Tief wurde nicht gefüllt, neues Tief, dann gab es eine Erholung hier im Oktober, jetzt Unsicherheitskerze im November und das ist der Dezember. Und wenn jetzt hier eine schwarze Kerze kommen sollte, ja, dann hat man auch hier, Sie kennen Evening Star, Morning Star nach Candlestick, Naturrhythmen, dann hätte man hier eine Umkehr-Candlestick-Formation, wenn hier eine schwarze Kerze kommen sollte und wenn hier noch ein Ausbruch nach unten käme, ja, 1867 per Closed runter, dann muss man mittelfristig, langfristig davon ausgehen, dass wohl das Handelsjahr 2016 eher nach Süden geneigt sein dürfte. Rein technischer Natur auf mittel- bis langfristiger Sicht hier anhand der Monatsbasis. Das kann sich Schrägstrich von Monat zu Monat natürlich ändern. Das heißt, man muss hier immer den Blick auf den Monatsschlusskurs werfen und eben hier die entsprechende Candle. Was da innerhalb des Monats passiert, ist eigentlich erstmal relativ für die große Beschau. Vielmehr ist es wichtig, was der Index macht, wenn er eben rausbricht und dann in der Folge eben produziert. Und ein Ausbruch nach unten würde per se für Rücksetzer, und das muss man ganz klar sagen, bis in den Bereich 1600, 1550 Punkte sprechen. Das wäre dann hier eine relativ große Korrekturstrecke. Also das, was wir auf der Oberseite theoretisch hätten in Richtung 2700, 2800, würde sich auf der Südseite genauso darstellen. Man müsste dann hier durchaus von einer Base ausgehen, also von einer Korrekturphase, die länger als einen Monat andauert, sondern dann kann es hier auch mal richtig nach unten gehen. Durchaus möglich. Ja, also abwarten, was hier passiert. Mittelfristiger Ausblick, das ist eben jetzt hier, wir leben an dem Markt. Wir haben hier ganz klar keine statische Staffelei, sondern wir müssen uns an dem orientieren, was uns die Massenpsychologie sagt. Und aktuell sind wir hier in einem Range-Markt. Im Jahr 2015 ist per Saldo nichts passiert. Also warten wir mal auf 2016, wo was passieren könnte. Und wenn es eben hier nach oben rausgeht, sprechen die Chancen dafür, dass es auf der Long-Seite weitergeht und gehen wir eben hier nach unten raus. Also sprich, wir verlassen hier diese Range der Kerze vom August, dann spricht wohl eher was gen Süden. Dazu ganz kurz nochmal den Monatszyklus, dann will ich auch mit dem S&P 500 Schluss machen. Das kennen Sie, wenn Sie schon häufiger zugeschaut haben. Hier praktisch der S&P 500 bis zum Bretton Woods-System zurück, ja, bis zum Ende des Systems hier Anfang der 70er. Und da haben wir hier einen interessanten 7-Jahres-Abstand. Die grünen Linien sind 7-Jahres-Zyklen, also alle 7 Jahre diese grüne Linie. Und rot sind entsprechend markante Hochs. Und ohne viele Umschweife fällt dem kurzfristigen Blick auf dieses Chartbild jedem auf, aha, hier ist irgendwas im Busch, denn die zyklischen Hochs passen in gewisser Art und Weise mit dem 7-Jahres-Zyklus zusammen. Und hoppla, was sehen wir hier? Wir hatten hier im Juli, also im Sommer des laufenden Handelsjahres, plus minus ein paar Monate, machen Sie das nicht fix auf einen Monat, das ist ja wirklich Big Picture, haben wir hier ein zyklisches Hoch. Und das Allzeithoch wurde hier jetzt muss ich mal kurz zurück, das war im Juni meines Erachtens, wurde das markiert 2134,xx ganz genau. Und Sie sehen, das ist sehr nah beieinander und rein zyklisch fand eben in den darauffolgenden Monaten, einzige Ausnahme war hier 94, da sehen Sie, da hat ja gar nichts hingehauen. Und auch das kann sich natürlich wiederholen. Ja, nach der bisherigen Aufwärtsbewegung kann das Ganze hier nochmal oben drauf kommen. Aber rein zyklisch in der Auswertung dessen und technische Analyse hat ja auch die Zyklustheorie dabei, ist es so, dass man hier durchaus Obacht geben sollte und rein vom zyklischen Modus der bisherigen Rallye hier aus 2009 ausgehend die Gefahr einer Korrektur nicht vom Tisch zu weisen ist. Und die Amerikaner haben jetzt nicht wie der DAX 25% vom Allzeithoch bereits nach unten abgearbeitet. Die sind da noch zu viel größeren imstande. Und Sie kennen den Spruch, wenn Amerika niest, hat Europa einen Schnupfen. Sollte der S&P 500 tatsächlich in eine Korrektur einschwenken im Sinne des Zyklus, im Sinne dieser bisherigen Rallye, dann wäre das sicherlich was, was auch die europäischen Märkte nach unten zieht und dann aber hier im großen Big Picture, wie Sie ja sehen, völlig normal wäre. Also selbst wenn der Index hier um
40% einbricht, wenn der Index hier eine starke Korrektur zu macht und die ganzen Medien wieder schreiben, oh Gott, die Aktie ist nicht mehr das, was sie war, und Sie kennen die ganzen Massenmedien, die eben wieder ins verkehrte Rohr blasen, dann ist es sicherlich an der Zeit, hier im Bereich 1500, 1600 Punkten mal aufzupassen, was da passiert, und den Index aufzuladen. Per se, wie gesagt, wenn sich 94 wiederholt, 94, 95, dann muss man auch davon ausgehen, dass wir hier relativ schnell Richtung 3000 sind. Also wenn Sie investiert sind, denke ich mal, haben Sie jetzt mal so eine gewisse Gradfeder, wo man absichern sollte, wo man auch wieder aufstocken kann. Voll investiert wäre ich jetzt irgendwo aufgrund der Unsicherheiten, die sich aktuell ergeben, sicherlich nicht zwingend. Dem Risiko würde ich mich nicht unbedingt aussetzen wollen, aber perspektivisch sind wir in einer übergeordneten Aufwärtsbewegung, die sich auch definitiv, kommt die Korrektur 2016 oder nicht, auch weiter fortsetzen dürfte. Und rein trendfolgend stehen die Chancen ja eigentlich gar nicht mal schlecht, dass der S&P 500 trotz dieses Trendlinienbruchs hier weiter nach oben zieht, denn unlängst hat er eben auch hier im Bereich 1870 eine Unterstützung bestätigt, die per se eben hier ihre Bestätigung erfuhr. Und oberhalb dessen ist es so, dass das auf das Gebilde hier in dieser Range eigentlich nur positiv zu interpretieren ist. Also wenn es nach oben rausgeht, werden die Bullen hier wieder am Start. Gut, schauen wir jetzt mal kurz noch auf den DAX. Den hatten Sie auch in der Analyse schon gesehen. Hier ist ein ähnliches Bild, wenngleich wir hier noch in diesem Trendkanal sind. Wohlbemerkt nicht aus seit 2009, sondern seit 2011. Da gab es ja im August hier eine schöne Umkehr. Also vielmehr mit dem Retest August, dann September, Oktober hier diese Stabilisierung, und jetzt, das hatten Sie auch schon gelesen, haben wir diese Trendlinie durchbrochen. Faktisch achten Sie beim DAX auf die 10.000. Das ist eine psychologische Marke. Das ist eine Marke, wo der, ja, das ist einfach eine Hausnummer in Anführungszeichen. Wenn wir oberhalb dieses Levels notieren, da spielt auch diese Trendlinie jetzt hier einmal eine untergeordnete Rolle, sondern wir haben auch hier einen Support bei 9.850 rund. Also wenn es hier kleine Dips nach unten gibt, ist das noch kein Beinbruch, aber der Monatsschlusspreis sollte idealerweise im fünfstelligen Bereich sein. Da können es auch kurzfristige Rücksetzer geben. Wenn wir uns hier über 10.000 manifestieren, ist das alles wunderbar. Das heißt, das dürfte im nächsten Jahr auch durchaus weiter aufwärts gehen können. Obgleich natürlich der DAX, Sie wissen hier, was vom Oktober des letzten Jahres mit knapp 50% Performance innerhalb von noch nicht mal 6 Monaten der DAX hier aufs Parkett gezaubert hat. Da muss man natürlich sehen, inwiefern die Erwartungen weiter eingehalten werden können. Sie wissen, Europa, die EZB, gut, zuletzt gab es jetzt eine Enttäuschung, der Markt hat mehr erwartet, aber grundsätzlich das Aufkaufprogramm findet statt. Die Leitzinsen werden wahrscheinlich weiterhin tief bleiben. Also grundsätzlich gute Rahmenbedingungen. Man muss eben sehen, wie das mit der Euro-US-Dollar-Schwäche weitergeht. Das schauen wir uns auch gleich an. Per se hier interessant, der DAX hat technisch durchaus weiteres Aufwertungspotenzial, was ergo über der Marke von 10.000 eben hier mittelfristig innerhalb dieses Trendkanals durchaus in Richtung 14.000 plus führen könnte. Wenn wir über 10.000 bleiben, wäre eine erste Hausnummer das Allzeithoch, 12.390. Das ist hier auf jeden Fall erstmal die Maßgabe. Dahin sollte der Index hinlaufen können, wenn wir über 10.000 bleiben. Also noch ein deutliches Wachstum möglich, eine deutliche Performance unterhalb von 10.000. Da muss man dann sagen, wird es hier doch ein Stück weit bitterer. Und dann könnte es ähnlich beim S&P 500, wenn Sie das große Bild betrachtet haben, gerade wir hatten hier ein früheres Allzeithoch, ein Test dieses Allzeithochs, dann ein Ausbruch über ein früheres Allzeithoch, könnte es hier in dem Bereich 8.000, 8.150 Punkte gehen. Das wäre dieses Level, wo der Markt hinspringen könnte, wenn der Markt eben nach unten abtaucht, unter 10.000 Punkte geht. Das dürfte dann wiederum, da gehen wir mal kurz auf den Euro gegenüber dem US-Dollar, hier im Sinne der Korrelation zu einer interessanten Tatsache führen. Sie sehen diesen großen Abwärtstrendkanal beim Euro, den haben wir zuletzt im Frühjahr verteidigt. Jetzt gab es unlängst eben im letzten Monat aufgrund der Fed und auch der EZB hier einen starken Rückgang, aber es wurde kein neues Mehrjahrestief gemacht. Der Euro hat sich jetzt im laufenden Handelsmonat stark erholt, und jetzt ist die Gretchenfrage im Raum, wie geht es weiter? Grundsätzlich hat der Euro gegenüber dem US-Dollar hier durchaus Rebound-Potenzial nach oben. Das heißt aber auch, wenn der Euro gewinnen sollte an Wert, dann dürfte das den DAX schwächen. Das immer im Hinterkopf behalten, schauen Sie sich beide Underlyings an, Währungspaar Euro, US-Dollar und DAX zum Beispiel, die korrelieren negativ, das heißt, steigt das andere, fällt das andere und umgekehrt. Also sprechen alle von der Parität beim Euro gegenüber dem US-Dollar. Auch die Aussichten sind dahingehend auf jeden Fall
fast schon nahezu sicher, dass wir hier noch tiefer abtauchen. Und sollte das der Fall sein, sollten wir ein neues Mehrjahrestief machen, also hier unterhalb von 1,046, dann wäre Euro-US-Dollar sicherlich bereit, hier diese Unterstützung seit Beginn des Millenniums, seit Beginn des neuen Jahrtausends hier im Bereich 0,9680 anzusteuern und dann gegebenenfalls sogar diesen Abwärtstrendkanal zu verlassen. Achten Sie daher auf das Tief hier vom März. Das ist gerade unter mittelfristigen, langfristigen Gesichtspunkten äußerst wichtig. Wenn wir da drunter gehen, dann sieht es so aus, dass die Parität auf die Agenda rückt und sicherlich auch 0,9680. Das dürfte ergo den DAX weiter beflügeln bis 13.000, 14.000 Punkte, ohne Frage. Sollte es jedoch nicht zu neuen Tiefs kommen, der DAX in eine Korrektur einschwenken, ja dann, lieben Zuschauer, dann muss man davon ausgehen, dass Euro-US-Dollar hier in Richtung 1,20 wandert. Kann man sich jetzt nicht vorstellen. Die Rahmenbedingungen sind denkbar eurobärisch, also eigentlich unwahrscheinlich, dass was passiert, gerade wenn in den USA an der Zinsschraube gedreht wird. Das ganz große Kapital, das mittelfristige, das wird dann anhand von fundamentalen Kriterien bewegt, die sich hier im Chart natürlich ableiten lassen. Aber das wäre natürlich dann oder ist was, was den Euro eigentlich definitiv nicht beflügeln lässt oder nicht zum weiteren Anstieg antreiben dürfte. Aber wenn es denn dazu kommt, dass der DAX eben einbricht, einknickt und hier Verkaufssignale auf der Indexseite kommen, dann darf man davon ausgehen, dass Euro-US-Dollar sich hier einer Aufwertung unterstellt. Was die Auslöser auch immer sein können, sei es die Fed verschiebt weiterhin den Zinsanhebungszyklus oder ist immer noch inaktiv und spricht nur, das wäre sicherlich ein Bias, der den US-Dollar im laufenden Handelsjahr unter Druck bringen könnte und dann den Euro hier dementsprechend doch entgegen der widrigen Meinung oder der allgegenwärtigen Meinung, dass die Parität ruft, dann hier in Richtung 1,20 aufdrehen könnte. Hier haben wir allerdings eine massive Widerstand, ein massives Widerstandscluster 1,8070, 1,1870 so rum. Hier wäre ein erstes Ziellevel, wenn wir keine neuen Tiefs machen, dann hat Euro-US-Dollar hier in diesem nächsten Handelsjahr sicherlich gute Chancen, dieses Level hier anzusteuern. Für viel mehr fehlt mir augenblicklich die Fantasie. Das wäre hier definitiv so ein markanter Widerstand, wo ich mir eigentlich erstmal ein Scheitern vorstellen könnte. Rein technisch mit dem Allzeithoch hier seit 2008 und diesem Abwärtszyklus sehen Sie, dass auch hier natürlich weitaus höhere Preise darstellen sind, rein technisch, aber achten Sie auch mal hier drauf, selbst wenn der Euro jetzt 1,30 erreichen würde, und so eine Situation hatten wir hier im Frühjahr 2014, also da waren wir deutlich über 1,30, knapp vor der Marke von 1,40, aber immer noch unterhalb des übergeordneten Abwärtstrends. Das heißt, selbst wenn der Euro sich jetzt hier um mehr als 1.500, 2.000 Pips erholen würde, wären wir übergeordnet immer noch in einer Abwärtstrendphase. Und das einfach mal zum Mitschreiben, einfach mal zum Mitnehmen für Sie. Hier in Sachen Marktausblick, wir haben, ich denke mal, die Tendenzen grob eingeschätzt. Ich wollte mich hier nur indirekt auf eine gewisse Tendenz einlassen, weil ich mal gespannt bin, was die Fed macht. Die Handelsmarken, wie gesagt, haben wir jetzt in einer gewissen Art und Weise dargestellt. Man darf gespannt sein, was passiert. Ich hoffe auf jeden Fall, Ihnen hat das Rundum-Webinar mehr oder weniger auch gefallen. Ich hoffe auch, Sie waren am Anfang schon dabei und konnten einen Einblick in das Office in Varna gewinnen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir werden auf jeden Fall in Kürze, wenn Sie mögen, uns wiederhören, denn wir haben heute Nachmittag hier noch ein Webinar-Event. Das wird der eine oder andere von Ihnen sicherlich auch schon erhascht haben. Heute wieder JFT Insight. Da geht es eben hier speziell um ein Stück weit Education. Wir starten das heute 1500 und da ist es im Schwerpunkt, oder sind es vielmehr, die Bollinger Bänder, die wir uns heute mal ein Stück weit anschauen wollen. Also hier rein technische Analyse, Schrägstrich ein Indikator in der Beschau. Was kann man machen? Was für einen Zweck hat der? Wie kann man agieren? Wenn Sie mögen, melden Sie sich dazu an. Ansonsten sage ich erstmal vielen Dank fürs Dabeisein. Wie gesagt, ich hoffe, die Infos waren zahlreich und Sie konnten hier ein Stück weit was mitnehmen. Wünsche auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Wochenende, Adventwochenende. Und wenn Sie mögen, wie gesagt, im nächsten Jahr sind wir hier noch in Deutschland noch ein Stück weit aktiver. Lassen Sie sich mal überraschen, was wir da machen. Freue mich auf Sie mal persönlich. Ansonsten, wie gesagt, eine schöne Zeit. Danke fürs Dabeisein. Bis bald, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.